Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Ich möchte euch heute einen neuen Battle Royale oder ein neues Battle Royale Spiel aus dem Hause Ubisoft vorstellen. Könnte eine starke Konkurrenz für Apex Legends, Fortnite und Co. werden. Ich möchte euch das komplette Spiel mal so ein bisschen vorstellen. Ich habe eine Menge Gameplay-Material, was ich euch zusammengeschnitten habe. Ist natürlich nicht von mir, ist klar. Ich blende mich jetzt hier gleich aus, damit ihr so ein bisschen Eindrücke von dem Spiel sammeln könnt. Vorab, das Spiel ist noch nicht released. Es soll aber in den nächsten Wochen, ich glaube vielleicht sogar schon am 12. Juli, ich weiß es aber nicht hundertprozentig, soll es für PC erscheinen. Für die Konsolen soll es wohl etwas später kommen. Aber der Release soll gar nicht so weit weg sein. Natürlich ein Free-to-Play und es gibt eine Twitch-Integration, dass Streamern wie mich, die auf YouTube streamen, eventuell es schmackhaft machen könnte, auf Twitch zu wechseln, denn darauf gehe ich aber später mehr ein. Als Twitch-Zuschauer kann man aktiv in das Spielgeschehen von diesem Spiel man kann auf jeden Fall als Zuschauer aktiv ins Spielgeschehen eingreifen. Dazu aber später mehr. Ist es auf jeden Fall sehr interessant für alle YouTube-Streamer, die eventuell jetzt Bock haben, vielleicht nur wegen diesem Spiel auf Twitch zu streamen. So, ich lasse jetzt die Kamera hier mal verschwinden und erzähle euch jetzt mal eine Menge über das Spiel, was das Spiel so besonders macht. Wir fangen einfach mal an. Wie genau läuft das Spiel ab? Man ist auf jeden Fall ein Avatar in einer virtuellen Welt namens New Arcadia. Es unterscheidet sich extrem von anderen Battle Royals, weil es nicht so, ich sage mal, es gibt nicht so viele Freiflächen. Man könnte eigentlich es fast mit einer XXL Call of Duty Map vergleichen. Es gibt sehr, sehr viele Häuser auf dieser Map. Es gibt sehr, sehr viele Häuserkämpfe im Allgemeinen. Also es könnte auf jeden Fall eine extrem krasse Umstellung sein. Das Gameplay soll sehr, sehr schnell sein. Absprung, wie gewohnt, wie in jedem Battle Royale, aus einer Art Jumpship in einem Dreier-Squad wohl erst. Ich gehe aber davon aus, dass es da auch irgendwann andere Spielmodi geben wird. Was gibt es noch? Man kann auf zwei verschiedene Arten gewinnen. Entweder ganz typisch, man ist einfach als letztes Squad am Leben, oder, und es soll im Endkampf so sein, dass eine Art Krone irgendwo auf der Karte erscheint und wenn man die 45 Sekunden lang als Squad hält, hat man das Spiel ebenfalls gewonnen. Dazu habe ich leider kein Bildmaterial. Dann auch sehr interessant, es gibt keine typische Zone oder einen Ring, wie wir es in diesen ganzen Battle Royale Spielen kennen, sondern die Map ist in 9 Sektoren eingeteilt und nach und nach schließen sich die verschiedenen Sektoren. Ist auch eine absolut geile Änderung oder eine Neuerung zu anderen Battle Royals oder um sich von anderen Battle Royale Spielen, sagen wir es mal so, zu unterscheiden. So, kommen wir mal zu den Charakteren. Die Charaktere selber haben nicht wie bei Apex Legends zum Beispiel spezielle Fähigkeiten. Das Besondere aber, es gibt sogenannte Hex auf der Karte. 9 verschiedene Skill-Hex soll es geben, die man auf der Karte finden kann. Und so kann man sich in-game verschiedene Fähigkeiten aneignen. Und die sollen auch ganz gut in der Map oder auf der Map gesät sein. Ich habe 2, 3, 4 Beispiele für euch, damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Sieht man auch in-game. Man kann digitale Mauern oder Barrikaden aufstellen, um so Gegnern den Weg zu versperren. Man kann Heilungsfähigkeiten erwerben. Und es gibt zum Beispiel noch eine Fähigkeit, die nennt sich Schock-Slam-Welle. Man springt extrem weit hoch in die Luft und haut dann so eine Art Slam auf den Boden und macht so eine Art Flächenschaden. Und im späteren Verlauf des Spiels, was ihr gleich im Hintergrund noch seht oder im Vordergrund sozusagen, man verwandelt sich in eine Art XXL-Ball und springt über die Map. Ein bisschen lächerlich, aber auch irgendwo, also witzig und komisch zugleich. Ich weiß nicht, was ich da für Worte finden soll. Auf jeden Fall könnt ihr vorab schon mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem Spiel haltet, ob das was für euch sein könnte. Es ist auf jeden Fall ein extrem futuristisches Spiel und ob das so gut ist. Ich erinnere mal so an die ganzen letzten Call of Duty Ableger, die waren alle sehr futuristisch, bis auf den aktuellen Modern Warfare Teil. Und die kamen bei vielen nicht so geil an. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der Start von dem Spiel vielleicht ganz erfolgreich sein könnte, aber später vielleicht zu futuristisch ist. Wir werden sehen. Weiter im Text auf jeden Fall. Waffentechnisch kann man auch einiges machen. Man kann seine Waffe verbessern im Laufe des Spiels.
Im Laufe des Spiels, wenn man Waffen derselben Art, wenn du zum Beispiel eine Shotgun hast, du möchtest die verbessern, musst du nochmal eine Shotgun finden und dann kannst du deine Primär-Shotgun verbessern. Und das soll wohl 4-mal machbar sein. Da bin ich mal gespannt, wie das aussehen soll. Ja, im Allgemeinen schnelles Gameplay habe ich schon verraten. Es wird Doppelsprünge geben, die kann man von Anfang an machen. Kennt man aus Destiny zum Beispiel oder Call of Duty Black Ops 3, da war das auch so, dass man so eine Sprünge machen kann. Das Respawn-System ist extrem interessant und hebt sich extrem von anderen Battle Royals ab, wenn man getötet wird. Wenn man getötet wird, ist man nicht komplett aus dem Spiel. Es läuft kein Timer ab oder so. Man ist in einer Art Echo-Modus und der sieht so aus, dass man quasi unsichtbar als Geist weiterhin seine Teammates verfolgen kann. Man kann quasi vorausspähen. Du kannst über die Map laufen als Geist und kannst quasi feindliche Gegner spähen, man kann sie pingen, man kann Waffen pingen und so weiter. Sollte aber so zum Beispiel ein Gegner eine Barrikade aufgestellt haben und euch den Weg versperren, muss quasi euer Spot diese Barrikade erstmal zerstören, damit ihr weiter vorauslaufen könnt und euren Teammates sagen könnt, wie es weitergeht. Respawn soll wohl so laufen, dass man Gegner erstmal plätten muss, um die Möglichkeit zu bekommen. Das kann aber auch sein, dass ich das falsch verstanden habe, dann sorry dafür. Und dann bekommt man so eine Art Respawn und kann sich dann von seinen Teammates oder man kann sich als Echo sogar selber respawnen, sobald die Gegner getötet sind. Also ein gegnerisches Squad. Kommen wir, und das ist jetzt wirklich das Interessanteste für alle Streamer. Für mich auf jeden Fall eventuell eine Option, wenn das Spiel eine Zukunft für mich auf meinem Kanal hat, auf Twitch vielleicht speziell für dieses Spiel zu wechseln. Es gibt für die Zuschauer eine spezielle App. Und dann kann man sich mit seinem Twitch-Account und dem Ubisoft-Account und seinem Spiel quasi verbinden. Und dann hast du zum Beispiel die Möglichkeit, wenn du jetzt einem Streamer wie mir zum Beispiel zusiehst bei diesem Spiel, alleine nur durch das bloße Zuschauen bekommst du Battle Pass Fortschritte. Du hast die Möglichkeit, wie das genau aussieht, wurde noch nicht genau erwähnt, du hast die Möglichkeit, deinem favorisierten Streamer, den du zuschaust, im Squad zu joinen. Da ist halt die Frage, wie sieht es mit dem Platz aus, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine einen Dreier-Squad starte, dass du dann vielleicht als Random quasi die Möglichkeit hast, mir zum Beispiel zu joinen, wenn ich nicht schon ein festes Dreier-Squad habe. Und dann, und das ist das Interessanteste, warum es sich deswegen überhaupt lohnt, auf Twitch zu wechseln für dieses Spiel. Du kannst als Zuschauer in das Spielgeschehen eingreifen. Es soll wohl so sein, dass es so eine Art Game Master gibt, der einem die Möglichkeit gibt, bestimmte Entscheidungen abzustimmen. Zum Beispiel kann der Game Master entscheiden, der Chat soll jetzt abstimmen, soll Heilung auf der Map spawnen in einem bestimmten Bereich. Oder sollen wir einfach mal aus Spaß die Gravitation des Spiels verringern. Dadurch kannst du deutlich höher springen, fällst natürlich, man kann es vergleichen wie auf dem Mond, fällst auch sehr, sehr langsam. Das soweit zu allen Einzelheiten, die ich aktuell für dieses Spiel habe. Wie gesagt, Release für die Konsolen ist aktuell noch unbekannt. Am 12. Juli soll es wohl eine Open Beta geben. Wie gesagt, wie das mit den Keys aussieht, kenne ich mich leider nicht aus, weil die PC-Spieler gerade favorisiert vorerst die großen Twitch-Streamer einen Early Access für dieses Spiel bekommen haben, was ich natürlich verstehen kann, vor allen Dingen, weil es diese Twitch-Integration gibt, die extrem interessant klingt. Ich bin auf jeden Fall in den Kommentaren auf eure Meinung gespannt. Werdet ihr das Spiel testen? Ich werde es auf jeden Fall mal anzocken. Ich gehe davon aus, dass ich es auf jeden Fall erstmal auf YouTube streamen werde. Und dann mal schauen, das ist auf jeden Fall eine Option für mich, auf Twitch für dieses Spiel zu wechseln, wenn die Zuschauer aktiv in das Spielgeschehen einschreiten können. Das ist eine extrem geile Geschichte. Was mich in dem Spiel oder an dem Spiel optisch natürlich ein bisschen stört, ist, es sieht sehr futuristisch aus, was einfach nicht mein Ding ist. Ich denke aber, es gibt Sachen, an die könnte man sich vielleicht gewöhnen. Ich bin auf den Spielspaß auf jeden Fall sehr gespannt. Das soll es soweit von mir gewesen sein. Ich lasse euch auf jeden Fall mit einigen Gameplay-Szenen jetzt hier noch alleine. Lasst dem Video auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund.
um eventuell dieses Spiel, wenn es eine Zukunft für mich auf dem Kanal hat, auf jeden Fall noch ein Abo da. Ansonsten gibt es bei mir Apex Legends, The Last of Us und so weiter. Vielleicht mal wieder irgendein Call of Duty Teil, wenn mal ein interessanter rauskommt. Das soll es soweit von mir gewesen sein. Viel Spaß noch mit den letzten Bildern. Macht's gut. Ciao.